YouTuber. Hier kommt die Schnellregel zu Human Punishment Social Deduction 2.0. Die Startaufstellung. Dann werden die vorbereiteten Gesinnungskarten gemischt und jeder bekommt zwei. Anschließend bekommt jeder noch eine Programmkarte. Jetzt schaut sich jeder sein Paket verdeckt an, schaut, ob er ein Mensch, eine Maschine oder ein Gesetzloser ist. Und das Spiel kann losgehen. Jetzt addieren wir alle Menschenkarten miteinander, alle Maschinenkarten miteinander und alle gesetzlosen Karten miteinander. Dann gucken wir, wie die Wertigkeit der einzelnen Teams ist und dann wissen wir, in welchem Team wir sind. Beispiel 1. Mensch 1, Mensch 1 macht Mensch 2. Maschine 1. Haben wir eine Mehrheit? Ein Mensch, also gehören wir zu Team Mensch. Gesetzlos 2, Gesetzlos 1, Gesetzlos 3 zu Maschine 1, also 3 zu 1, wir sind gesetzlos. Beispiel Nummer 3. Maschine 2, Mensch 1, Mensch 1. Zwei Maschine, zwei Mensch, also keine Mehrheit, dann sind wir gesetzlos. Ganz wichtig, ist Mensch oder Maschine nicht in der Mehrheit, sind wir automatisch gesetzlos. Beispiel Nummer 4. Gesetzlos 2, Maschine 1, Maschine 1. Wir sind in einer Pattsituation, zweimal gesetzlos, zweimal Maschine, keine Mehrheit der Maschine, also gesetzlos. Noch ein Beispiel. Durch Programmkarten können sich auch Gesinnungsänderungen ergeben. Ziel des Spiels. Die Menschen müssen alle Maschinen und alle Gesetzlosen eliminieren. Die Maschinen müssen nur die Menschen eliminieren. Und die Gesetzlosen müssen alle anderen Mitspieler töten. Der Spielablauf. Der aktive Spieler entscheidet. Er darf eine von drei Aktionsmöglichkeiten durchführen. Zusätzlich kann er in dieser Runde Programme spielen. Möglichkeit 1. Observieren. Er darf sich eine Gesinnungskarte eines Spielers verdeckt anschauen. Sollten beide Gesinnungskarten schon aufgedeckt sein, darf ich mir die Rollenkarte anschauen. Rollenkarten bleiben so lange verdeckt, bis sie durch eine Spezialaktion aufgedeckt werden. Man darf sie nicht freiwillig aufdecken. Das gleiche gilt auch für Gesinnungskarten. Möglichkeit 2. Eine Waffe nehmen. Zum Start kann man die Pistole, den Begleiter oder das Gewehr nehmen. Der Laser- und Raketenwerfer benötigen eine spezielle Fähigkeit. Beispiel, ich nehme die Pistole und richte sie auf Flo. Mein Zug ist beendet. Die letzte Möglichkeit ist ein Programm ziehen. Man schaut es sich an, überlegt, spiele ich es nicht. Wichtig ist, am Ende seines Zuges darf man nur zwei Programme haben. Permanente offene bzw. verdeckte zählen alles zusammen. Zu den Programmen. Es gibt permanente Programme. Wenn die aufgedeckt werden, bleiben sie aktiv. Es gibt permanent verdeckte Programme, die dürfen nie aufgedeckt werden und gezeigt werden. Steht auch alles im Text. Dann gibt es noch drei andere Arten. Jederzeit spielbar, also auch im gegnerischen Zug, sofort aktiv und in deinem Zug spielbar, also nur, wenn man dran ist. Jetzt kommen wir zu den nächsten drei Auswahlmöglichkeiten. Diese bestehen nur, wenn man schon eine Waffe in der Hand hat. Möglichkeit 1, die Waffe fallen zu lassen. Dann Möglichkeit 2, Ziel wechseln. Nicht mehr auf Christian zielen, sondern auf Angela zielen. Möglichkeit 3, einen Schuss abfeuern. Bam, Christian. Kommen wir jetzt zur Waffenerklärung. Jeder Spieler hat nur 2 HP, also Hitpoints. Sind die weg, ist man tot. Also, ich schieße auf Christian. Er möchte keinen Lebenspunkt verlieren. Ein Lebenspunkt verlieren zeigt man so an. Verliert man noch einen Lebenspunkt, ist man tot. Er möchte aber keinen Lebenspunkt verlieren. Darum deckt er eine Gesinnung seiner Wahl auf. So, ich lasse die Pistole fallen und bekomme eine Programmkarte. Gewehr. Dein Ziel deckt eine Rollenkarte auf oder bekommt 2 Schadenspunkte. Danach lässt man das Gewehr fallen, man bekommt keine Programmkarte. In dem Fall, wenn er 2 Schadenspunkte bekommen würde, wäre Christian tot. Also deckt er seine Rollenkarte auf.
Jetzt, da er gezwungen wurde, seine Rollenkarte aufzudecken, wird seine Rollenkarte aktiv und liest sie laut vor. Auch hier gibt es permanente Fähigkeiten und einmalige Fähigkeiten. Auch bei diesen drei Auswahlmöglichkeiten, Waffe fallen lassen, Zielwechsel oder Schuss, darf man zusätzlich Programme spielen. Entweder davor, danach oder beides, so viel man möchte. Auch hier gibt es am Ende die Begrenzung der Programme auf 2. Ein eliminierter Spieler deckt alle seine Gesinnungs- und Rollenkarten auf, auch wenn sie noch verdeckt sind, und legt sie quer. Danach gibt es ein Check-up. Die 4 Spieler schließen die Augen. Der tote Spieler hat die Augen offen. Dann fragt der tote Spieler, wer ist ein Mensch? Er öffnet den Daumen und er öffnet den Daumen. Danach Daumen wieder runter. Dann fragt er, wer ist eine Maschine? Dann öffnet er seinen Daumen, schließt den Daumen. Dann fragt er, wer ist gesetzlos? Dann öffnet er seinen Daumen, schließt. Dann schaut er, hat eine Fraktion gewonnen bzw. ihr Ziel erfüllt. Es gibt noch keinen Gewinner, ihr spielt weiter. Das war die kurze Regelanleitung zu Human Punishment. Habt ihr noch Fragen? Schreibt sie gerne in die Kommentare oder schaut meine große Regelerklärung an. Schön, dass ihr wieder da wart. Ganz liebe Grüße und wir sehen uns in der Zukunft. Euer